Hallo zusammen, ich habe eingekauft in den letzten Wochen ein paar Mal, immer so nebenbei, hat sich ein bisschen angesammelt und mache ich jetzt einfach mal in einem wirklich großen Haul mal wieder. Ich bin so ein bisschen weg von den ganzen kleinen Hauls, ich sammle jetzt eher und mache dann mal einen großen Haul. Ist etwas... nee, Shira, du gehst da jetzt nicht drauf. Da ist jetzt der Einkauf. Tut mir leid. Auch wenn es dein Schlafplatz normalerweise ist. Ich habe hier so einen Hocker neben mir stehen. Da ist ein Kissen drauf. Liegen normalerweise die Hunde. Da habe ich jetzt gerade den Einkauf hingestellt. Das passt einem Hund nicht. Sorry. Ich bin ein böses Frauchen. Ich weiß. Ich bin ein böses Frauchen. Kriegst du bald wieder. Und dann kriegst du auch eine Belohnung. So. Diese Hundeaugen, die mich jetzt anstarren, das ist echt schwer. Ich versuche es jetzt mal zu ignorieren. Was habe ich geshoppt? Alles Mögliche. Ich habe mir gedacht, ich wage mich mal ein paar andere Sachen und habe mir mal Sebamed geholt. Sebamed hat nämlich, nachdem ich schon so viele Intimwaschgele und Lotions ausprobiert habe, hat jetzt auch Sebamed 1. Und ich wäre nicht Conny, würde ich nicht von Sebamed die Intimwaschlotion ausprobieren wollen. Ne? Also mitgenommen, wird getestet. Bin ich gespannt drauf. Ich habe ja jetzt nun wirklich schon einige durch. Und, ne? Probieren wir das mal. Dann hat Sebamed rausgebracht, das hatte ich beim DM gesehen, ganz neu eine Gesichtspflegeserie für unreine Haut. Und, die werde ich wahrscheinlich, nachdem ich mit Paula's Choice durch bin, werde ich diese dann benutzen. Und da gibt es zum einen Reinigungsschaum. Und zwar soll der porentief reinigen, mild sein, Hautunreinheiten bekämpfen und antibakteriell wirken. Und das kann ich mir sogar bei Sebamed gut vorstellen. Bin gespannt. Ist preislich natürlich nie unbedingt das günstigste. Aber ich bin einfach tierisch neugierig, weil es speziell für unreine Haut sein soll. Und da bin ich gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Natürlich gibt es auch ein Gesichtswasser. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach dem perfekten Gesichtswasser. Ich habe zwar schon ganz gute von Alverde, aber... bin ja immer noch auf der Suche nach dem Perfekten. Ne? Und daher habe ich das da auch mal gleich genommen. Und wenn wir schon diese Serie haben, nehmen wir natürlich auch noch eine Creme mit. Es gab zwei verschiedene. Es gab einmal so ein Gel und es gab einmal diese mattierende Creme. Da gab es auch einen Tester. Und habe ich natürlich auch den Tester gleich mal ausprobiert. Fand ich übrigens sehr gut, dass von den Cremes da die Tester standen, damit man sich entscheiden kann, welchen man nimmt. DM, Daumen hoch, geile Aktion, finde ich gut. Denn so konnte ich bereits im Laden feststellen, dass das Gel nichts für mich ist. Das Gel hat mir nicht gefallen. Das hat mir einfach von der Konsistenz und so... Ich bin wahrscheinlich wirklich nicht so der Gel-Fan irgendwie. Und ich hatte aber bei der Creme wirklich das Gefühl, dass es gut mattiert. Das habe ich schon auf der Hand. Ich hatte es auf der Hand getestet. Und da habe ich schon gesehen, diese Wirkung ist schön. Ich bin dann noch ein bisschen im Laden rumgelaufen, damit ich dann nach einer Zeit auch merkte, wie ist es denn jetzt? Und habe dann gesagt, okay, mattierende Creme ist eher meins. Wird getestet, wird ausprobiert, gebe ich euch Bescheid. Wo wir schon bei Gesichtspflege sind, soll dann auch ausprobiert werden von mir. Weil ich konnte nicht dran vorbei, Das muss aber noch ein bisschen hinten anstehen. Von Alterra gibt es sanften Waschschaum. Und da ist es wirklich der Inhalt. Diese Frucht, dieses Cranberry-Extrakt und Apfel und Sternenfrucht und was hier nicht alles drauf ist. Dieser Mix, da bin ich so verdammt gespannt auf den Geruch. Gibt es auch eine Pflegecreme dazu und es ist auch für jede Haut geeignet. Ich wäre ja auch so wirklich interessiert an dieser neuen Serie, die es von Alterra gibt, für feuchtigkeitsarme Haut. Habe sie aber stehen lassen, weil ich denke, dass aktuell, wie aktuell sich meine Haut verhält, nicht zu mir passt, weil ich ja doch eher ölige Haut ein bisschen habe, Mischhaut, ölige Haut, was auch immer. Und das
passt da, glaube ich, nicht so gut zusammen. Auch wenn mich die Inhaltsstoffe unheimlich ansprechen, habe ich sie stehen lassen, habe aber diese hier nicht stehen lassen können. Wie gesagt, für jede Haut geeignet. Und ich bin tierisch gespannt auf den Geruch. Tierisch gespannt. So, was haben wir noch? Gesichtswasser. Ich sagte ja bereits, ich bin auf der Suche nach dem perfekten Gesichtswasser. Und da meins von Rival de Loup ja jetzt auch nur noch halb voll ist und ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauche, bis ich denn bei dem vom Sebamed ankomme, weil ich nicht denke, dass das so zeitlich passt, habe ich mir gedacht, nehme ich noch eins zwischendurch. Und zwar nehme ich mal das von Balea. Und zwar das Ultra Sensitive. Da ist kein Parfum, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe drin, nichts. Ne? Das ist Balea Med und vielleicht funktioniert das ja gut bei mir. Mal schauen. So, dann habe ich eins vergessen, euch noch zu zeigen von der Sebamed-Reihe. Von der Sebamed-Reihe gibt es nämlich auch noch ein Anti-Pickel-Gel. Und das wird er dann auch noch mit benutzt. Wobei ich das teilweise jetzt schon mit benutzen kann. Ne? Das ist dann so eine Art SOS-Ding. Mal gucken. Ne? Mal schauen, ob das funktioniert. Mit durfte auch noch ein Lippenpflegestift von Labello. Beauty Shine. Nee, wegen Pink Guave. Pink Guave klingt irgendwie lecker. Klingt irgendwie lecker. Wollen wir mal dran riechen, ne? Naja, wir nicht, ich. Riecht lecker, alles klar, guter Einkauf. Schön, sehr schön, riecht gut. Es gibt beim Rossmann von Synergen eine neue Handcreme. Und zwar für trockene Haut White Chocolate. White Chocolate, White Chocolate Handcreme ist für mich eigentlich kein Sommerprodukt. Hätte ich jetzt eher im Winter mit gerechnet. Riecht lecker. Wird von mir aber erst im Winter benutzt, denn es riecht auch nach einem Winter-Herbst-Produkt. Es riecht nicht nach einem Sommerprodukt. Es riecht einfach toll. Es riecht toll. Weiße Schokolade. Lecker. Wie gesagt, aber erst im Winter. Noch ein Labello und zwar Cherry. Ja, ich mache das hier ein bisschen durcheinander. Das ist halt jetzt einfach mal so. Riechen wir auch mal dran. Machen wir mal auf. So. Die Verpackung legen wir mal hier hin. So. Riecht herrlich. Herrlich nach Kirsche. Oh, lecker. Lecker, 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 lecker. Aber nicht essen, nur auf der Lippen. Ne? Und dann ist Conny losgezogen und hat sich Haaröl gekauft. Und zwar dieses Elvital Öl, wie heißt das? Magique mit Blütenextrakten. So, und nachdem ich das gekauft hatte und zu Hause war, habe ich mitbekommen, oh Mist, es gibt ja das eigentlich für koloriertes Haar. Du solltest vielleicht erstmal das für koloriertes Haar benutzen. Naja, nun gut, habe ich mir auch das noch geholt, ne? Für koloriertes Haar. Das eine hat einen UV-Filter mit drin, das andere wohl nicht. Beides ist mit Blütenextrakten. Ich will mal gucken, ob ich da vom Gefühl irgendeinen Unterschied merke. Ob ich da irgendwie, weiß ich nicht, ob das einfach nur das Bessere ist, weil UV-Filter dazu. Und ob mein Haar da irgendeinen Unterschied merkt oder ich oder nicht oder keine Ahnung. Ich werde es austesten und euch mitteilen. Und dann war ich mal beim Zahnpflegeregal und da habe ich gesehen, es gibt von Elmex was Neues und zwar Elmex Erosionsschutz Zahnpasta. Die stärkt den Zahnschmelz und soll vor Zahnschmelzabbau schützen. Genau das Problem, was ich nämlich habe, dank meiner tollen Gene. Danke, Mama, Papa. Ja, und da muss ich halt mit leben und deswegen, vielleicht hilft es ja. Ne? Vielleicht hilft das ja. Kann man ja vielleicht eine abends nehmen und morgens nehme ich meine Meridol. Mal gucken. Und dann haben wir auch dazu das Mundwasser noch. Ne? Schützt auch vor Zahnschmelzabbau. Wird zusammen einfach mal benutzt. Mal gucken, ob ich da irgendwas feststelle, was mein Zahnarzt sagt nach einer gewissen Zeit. Ich muss sagen, aktuell mit meiner Meridol, die ich benutzt habe, ist mein Zahnarzt, da war ich nämlich vor ein paar Tagen, ist mein Zahnarzt mit meinem Zahnfleisch aktuell sehr zufrieden.
Schön, ich nehme mich auch. So. Was ich mitgenommen habe, ist dieses neue Tiefenreinigungs-Shampoo. Das löst ja diesen Pumpspender ab, den es vorher gab. Ne? Ohne Silikone, befreit von allen Rückständen, mit Anti-Fett-Formel. Ne? Nicht zum Abnehmen, aber nun denn. Passt, ne? Für mal so zwischendurch ist das okay. So, dann habe ich, ach, es geht noch lange weiter, Leute. Braucht ihr eine Pause oder so? Dann drückt mal hier unten, ne? Da ist der Pauseschalter. Vergesst aber nicht, wieder anzuschalten, ja? Sonst kriegt ihr den Rest nicht mehr mit. Dann habe ich eine Handcreme von Isana, Orangenblüte, limitierte Edition. Probieren wir mal. Ich rieche nämlich nichts. Oh, die riecht gut. Die riecht gut. Leicht, fruchtig, frisch. Gibt gleich so ein frisches Gefühl auf der Haut. Zieht auch gut ein, finde ich. Ja, geht. Zieht gut ein. Klebt nicht. Ne? Kein großes klebendes Gefühl. Lecker. Oh. Schmeiß weg. Braucht man nicht. So ein Quatsch. Nein, Quark. Ich mag's. Riecht toll, macht einen ersten guten Eindruck, also oh, herrlich, schön, wunderbar, die riecht gut. Absoluter Kauftipp, riecht wirklich gut. Dann gibt es bei Synergen eine Bodybutter, rote Beeren, auch limitierte Edition. Wer hat's mir gesagt? Jasmin. Riecht super. Riecht spitze. Riecht absolut spitze. Riecht absolut spitze künstlich. Aber ist mir egal. Ist mir absolut egal. Ich hab's schon wieder. Ich sag ja, ich werde Trendsetter. Das ist modern. Ne? Das ist voll modern. Riecht etwas künstlich, aber irgendwie lecker. Mal gucken, ob ich mich eventuell nicht dran überrieche. Es könnte sein, dass wenn man sie häufig benutzt, dass man sich überriecht. So vom Gefühl könnte das gut sein. Aber es hat irgendwie nicht... Oh, das riecht irgendwie lecker. Der Geruch ist nicht jetzt reine Himbeere oder sowas. Es ist wirklich so eine Mischung aus roten Beeren. Oh, der riecht ja... Oh, nach der Zeit riecht die noch richtig besser. Also, das Künstliche verfliegt. Das Künstliche am Anfang verfliegt. Oh, nee, gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, die... Ja, na, meine. Kein Kauftipp für euch. Ne? Ich muss noch mal ganz schnell weg. Nein, Quatsch. Kauftipp, probiert sie mal, wenn ihr auf fruchtigen Geruch von Beeren steht. Ich finde, dieses künstliche Verpflicht ein bisschen ist aber auch schon ein bisschen heftiger Geruch. Ne? Also muss man schauen, ob man sowas mag. Ich finde es gut. Mir ist aufgefallen, dass ich beim Rossmann diese Wellness and Beauty Duschgele, Bodylotions und so weiter wirklich sträflichst vernachlässigt habe. Und so habe ich mir jetzt mal Zeit genommen und habe dort am Regal mal ein bisschen durch die Gegend geguckt und geschnuppert und habe einfach mal gesagt, schwer teilweise zu beurteilen, nimmst du erstmal mit nach Hause. Und da habe ich jetzt Orange und Granatapfel Duschgel und dazu das passende Peeling. Wollte gerade sagen, da ist es doch. Das passende Peeling dazu. Die zwei duften mit. Riechen wir mal dran. Riechen sehr heftig frisch. Sehr, sehr heftig frisch. Bin gespannt, ob sie in der Anwendung sich irgendwie rauskristallisieren, dass sie was Besonderes sind. So finde ich sie noch recht gewöhnlich. Aber mal schauen, wie sie beim Duschen sind. Ich brauchte sowieso ein neues Peeling, daher passte das ganz gut. Meine Peelings gehen nämlich auch langsam aus, meine Körperpeelings. So, dann für den Herbst mir vorgenommen, geplant, Wellness Beauty
Cremedusche, Vanille Macadamia, auch als Bodymilk dazu. Riecht sehr stark nach Vanille. Und es erinnert mich irgendwie an meine Oma. Jetzt nicht negativ. Nicht, dass es jetzt altbacken riecht. Es erinnert mich irgendwie an meine Oma im Sommer früher, als ich Kind war. Ich weiß nicht warum. Irgendwie. Ja, bei der Bodylotion riecht man nicht wirklich was. Aber irgendwie erinnert mich das dran. Und ich glaube, deswegen habe ich es auch mitgenommen. Weil es einfach so eine Erinnerung wachgerufen hat. Es ist schon faszinierend, was man für ein Geruchsgedächtnis eigentlich besitzt. Und daher habe ich es jetzt einfach mal mitgenommen. Werde es austesten. Mal gucken. So, dann habe ich von diesen Sets, wie mir gerade auffällt, auch noch die Orange Grapefruit Body Lotion. Ha, die hatte sich da eben versteckt. Die haben wir auch noch. Die gehört noch zu dem Peeling und dem Duschbad dazu. Und ich habe mitgenommen die Cremedusche. Und zwar Mandarine und Joghurt, weil davon habe ich die Bodybutter schon zu Hause. Da weiß ich also schon, dass es gut riecht. Und jetzt für die warmen Tage wäre es vielleicht noch eine Idee. Duschgel mit Ölperlen und dazu auch noch die Bodylotion. Dieses hier, dieses Set. Das ist Lemongrass und Bambus. Das soll vitalisierend sein. Und das riecht unheimlich grün. Ja, toll. Unheimlich frisch. Es riecht wirklich frisch und es riecht wirklich so, als wenn man sagt, ja, guten Morgen. Ist sogar ein Duft, wo ich sagen würde, Unisex. Ja, könnte Unisex-Duft sein sogar. Mal schauen, ne? Mal gucken, ob es wirklich vitalisiert. Werden wir ausprobieren. So, dann gab es da noch eine Körperbutter, Kakao und Jojoba. Die bin ich einfach nur gespannt. Die lasse ich jetzt ausnahmsweise noch zu, weil ich sie jetzt noch nicht gleich benutzen möchte, sondern erst Richtung Herbst. Und da schreibt mich jemand an und ich habe den PC nicht leise gestellt. Hm, nun denn. Ne? Muss man jetzt warten? Ich drehe gerade Video. Tut mir leid. So. Noch ein Duschbad. Palmolive. Und zwar ist das Passionsblume und Feuchtigkeitsmilch. Dieses hier. Mal schnuppern. Wenn es denn aufgeht. Vorsichtig, bei Palmolive kann man sich leicht einen Fingernagel abbrechen. Es riecht sehr, sehr fruchtig. Heftigst fruchtig. Und das war auch der Grund, warum ich es mitgenommen habe. Das riecht wirklich mega frisch fruchtig. Krass. Wir sind immer noch nicht am Ende, meine Lieben. Ich habe noch Synergen für trockene Haut. Eine Feuchtigkeitspflege für die Hand. Handcreme. Der Geruch. Huch. Der Geruch ist sehr, sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Es riecht wie ein künstliches Parfum. Es riecht wirklich seltsam. Süß, fruchtig. Konnte ich vorher natürlich nicht wissen. War kein Tester da. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich sie wohl stehen lassen. Nein, kein Kauftipp. Außer man ist 7 Jahre. Also, ich weiß nicht, nee, mir gefällt sie nicht. Sorry, vom Geruch nicht so mein Ding. Ich werde sie ein paar Mal ausprobieren, mal gucken. Ansonsten geht sie weiter. Ich wüsste auch schon, wer sie kriegt. Ich kenne da ein kleines Mädchen. Ich denke, die wird sich drüber freuen. Ich finde es, nee, nein, mein Gefallen ist sie gar nicht. Glaube ich vom Geruch. Also ich glaube nicht, dass ich mich daran gewöhnen werde. Ich habe noch Deos mitgenommen. Die waren nämlich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, im Angebot. Ja, doch, waren sie. Und zwar einmal Tropical Beat. Und einmal, wie heißt das, Wet Berry. Schnuppern wir mal. Ich bin gespannt. Naja, muss ich wahrscheinlich erst... Kann ich jetzt... Bei dem Red Berry rieche ich kaum was. Ich riech wirklich gar nichts irgendwie davon. Nase, lebst du noch? Also da rieche ich wirklich wenig. Muss ich in der Anwendung sehen. Kann ich euch jetzt so noch nichts zu sagen. So rieche ich erstmal wirklich wenig. Hier rieche ich schon mehr. Oh, das riecht interessant. Sehr süßlich.
Tropisch, das kommt hin, fruchtig. Mal gucken. Also da ist der Geruch schon mal da. Bei dem anderen habe ich jetzt irgendwie gar nichts gerochen. Werde ich in Ruhe noch ausprobieren. So, dann haben wir Rasierschaum. Gibt ja Balea Nature, ne? Relativ verhältnismäßig neu, da ist schon eine Zeit lang da. Diesen Rasierschaum mit Bio-Arganöl aus Marokko, ohne Silikone, Parabene, Mineralöle, Farbstoffe. 95% natürlichen Ursprungs, lasst euch nicht täuschen, es ist kein Naturkosmetikprodukt. Ja, bin ich gespannt, wie es funktioniert, was auch immer, wie es riecht und so weiter. Ne? Schauen wir mal. Dann habe ich Massageöle mitgenommen. Ne? Für die traute Zweisamkeit. Nein, nicht wirklich, Quatsch. Massageöl. Ganz praktisch. Aprikose und Mandel. Ich finde, es riecht gut. Ich hatte schon mal dran geschnuppert. Ich finde, es riecht gut. So ganz leicht dezenter Hauch von Aprikose. Mandel habe ich jetzt nicht so wirklich wahrgenommen. Hauptsächlich Aprikose. Finde ich gut. Finde ich gut. Massageöl kann man immer mal gebrauchen. Manchmal, wenn ich Rückenschmerzen habe, dann ist mein Schatz so nett und massiert mal, da ist das ganz praktisch. Dann habe ich Körperöl. Und zwar Vanille Macadamia. Weil mich da das Duschgel so angesprochen hat, habe ich gedacht, nimmst du das auch mal mit. Und das riecht wirklich extrem nach Vanille. Schöner Geruch irgendwie. Ich mag es irgendwie. Ich finde es richtig gut. Riecht wirklich gut. Gefällt mir. Mal gucken. So. Wo kommen wir denn dazu? Ich habe mal was wegen der Verpackung gekauft. BB, für die Handtasche. Ne? Einfach BB mal hier für die Handtasche, so eine ganz normale BB-Creme. Finde die Verpackung süß. Nehme ich für die Handtasche. Gut. Dann habe ich jetzt hier sogar ein bisschen Make-up. Und das habe ich schon ein bisschen länger. Das habe ich gekauft, gerade als es rauskam. Und zwar von der P2 Spices and Herbs. Habe ich mir mitgenommen. Die Blushes, die beiden. Ich zeig's euch mal. Ah, ja, so sieht man es nicht. Muss ich hier mal den Pinsel rausnehmen. Haben wir einmal dies. Ja, sieht man besser, wenn ich nicht zu nah rangehe, weil das Licht verfärbt ein bisschen die Farbe. Ich zeige euch hier das zweite. Da ist der Pinsel weg, wo auch immer der ist. Ich habe ihn nicht. Keine Ahnung, hat wohl sich jemand das Produkt schon angeschaut und da war der Pinsel flöten gegangen. Naja gut, macht nichts. Ich benutze ja eh nicht die Pinsel, die da drin sind meist. Dann habe ich mitgenommen von diesen Eyeshadow-Sets nur dieses braune, weil mir dieser Ton hier so, Moment, ich halte einmal da, so, weil mir der Ton so gefallen hat. Ich finde den einfach schick, der gefällt mir, die andere ist zu vernachlässigen. Der war jetzt nicht so wichtig. Dann habe ich hier noch diesen Lippenstift mitgenommen, weil das der einzige war, der mir von der Farbe her zusagte. Hier hinten habt ihr eher die natürliche Farbe. Und dann gab es ja noch die Catrice LE. Da habe ich mir hier, das ist dieses Cuba-Zeug da, ne? Oder wie heißt das? Cucuba, was auch immer, wie die hieß, die LE. Da habe ich mir diesen Liquid Eyeliner in Braun mitgenommen. Jetzt kommt der zweite Hund und will auf das Kissen. Dann habe ich zuletzt noch dieses Puder mitgenommen, dieses lose Puder. Aber es gab ja auch noch diese Catrice LE. Da habe ich diesen braunen Liquid Eyeliner mitgenommen und Pigmente. Da nahm ich aber nur diese drei mit. Ne? Also die drei Pigmente habe ich mitgenommen. Anderen waren auch eh gar nicht mehr da, rot, obwohl da war noch ein grüner und so, aber das war nicht so meins. Kommen wir zu den letzten Sachen. Und zwar bin ich tierisch neugierig auf dieses Balea Oil Repair Shampoo. Das ist aber eigentlich nichts für meine Haare. Nichtsdestotrotz möchte ich es ausprobieren. Habe hier aber nur kleine Tester gekauft, weil wie gesagt, es ist ja eigentlich nicht für meine Haare eigentlich so gedacht. Ich möchte es aber wenigstens ein, zwei, dreimal ausprobieren. Mal gucken, mir mal ein Bild machen, ne? Wie es denn auf meine Haare wirken würde.
auch mitgenommen habe ich von Zirkulin so eine Beincreme, die soll entspannen, pflegen und müde Beine munter machen. Ne? Ja gut, soll auch schwere Beine leichter machen, aber das klappt, glaube ich, nicht wirklich. Jedenfalls nicht so in der Art. Dann habe ich zuletzt noch mal dieses Marrakesch Oil und Coconut Shampoo mitgenommen von Glisscur als Probe, weil da bin ich auch sehr, sehr neugierig. Aufgrund meiner Erfahrung jedoch mit dem Garnier Macadamia Öl Shampoo habe ich auch hier nur Pröbchen genommen. Ja, das war so ein kleiner Mega-Haul. Das war eigentlich ein großer Mega-Haul. Aber es war nicht nur einer, es war, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum, der sich angesammelt hat. Und den habe ich euch jetzt einfach mal gezeigt. Viele interessante Sachen dabei, viele interessante Produkte, auf die ich mich sehr, sehr freue, sie auszuprobieren. Leider auch ein Fehlkauf mit der Handcreme. Aber ich weiß ja, wen ich es weitergeben kann. Daher ist es auch in Ordnung. Ja, momentan gibt es jetzt erstmal keine DM-Hauls, denn mein DM ist zu. Die bauen um. Die renovieren, werden größer. Und ich habe ja gefragt, ob sie mir gleich ein kleines Minilager abgeben wollen, aber haben sie keinen Platz für. Wäre ich sonst gleich eingezogen. Es wäre einfacher gewesen für die Zukunft. Nein, nicht wirklich, Spaß beseite. Einmal werde ich in dieser Umbauzeit noch zum DM müssen, weil nee, die DM-Box muss ja abgeholt werden. Die muss ich aber dann von einem anderen DM abholen. Und ansonsten, naja, muss ich halt warten. Ne? Macht nichts. Weil ich fahre jetzt nicht extra zu einem anderen DM außer der Reihe, um irgendein Produkt zu suchen oder sowas Neues. Sehe ich jetzt auch nicht ein. Da kann ich auch warten, bis sie wieder aufmachen. So, so viel von mir, so viel von dem Haul. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!